Jo Leute, und willkommen zurück zu God of War für die PlayStation 4. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, Freunde. Sind jetzt in Helheim, also schon in der letzten Folge sind wir hergekommen wegen Baldur, der da vorne steht. Ja, Freunde, es geht weiter. Er darf uns nicht sehen. Hör zu! Du hattest kein Recht. Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hexe. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frauen, alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte. 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 Befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn. Glaub mir. Irgendwann. Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß wie. Freya ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Na, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Komm ich jetzt hier an die Truhe ran? Mal kurz gucken. Jo, okay.
Solches Chaos. Viel Arbeit wartet, wenn ich dich getötet habe. Wer war das? Beeilen wir uns. Das war Zeus. Aha, da ist wieder eine Truhe. Da ist das Siegel. So, eins von drei. Es fehlen nur noch zwei. Jetzt ist die Frage, wo sind die letzten? Hier kann ich noch was wegschieben oder ziehen. Aha. Da ist Nummer 2. Und jetzt fehlt nur noch Nummer 3. Aber wo ist jetzt Nummer 3? Es fehlt nur noch Nummer 3. Aber wo kann das jetzt sein? Das ist die Frage. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist das letzte? Vielleicht kann ich das denn schieben oder ziehen. Hab ich ja mal gehört. Bis hier hin. Okay. Kann ich da nach oben? Aha, da ist es. Ich hab's gesehen. Zack. So. Truhe öffnen. Horn mit Blut mit, legendär. 3 von 3 Hörnern gesammelt. Nice. Das hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch echt gelohnt. Fuck. So, weiter geht's, Freunde. Hä? Okay, weiter geht's. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist.
Wird schon gehen. Lass mir ein wenig Raum. Schon genug getan. Toll! Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tirs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahn erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja, das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Wir helfen uns. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Wir schweben! Die Hitze von den Feuern! Wir schweben tatsächlich! Und wir sitzen wieder fest. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich! Wie eine riesige Himmelslatte. Stein der Feuerüberlegenheit. Okay. Hier ist jetzt gar nichts. Oh doch, da. Ich sagte, bleib auf dem Boot. Scheiße, scheiße, scheiße. Oder? Bin ich jetzt richtig? Nee. Jetzt bin ich wieder unten. Hä? Ach so, hier. Das hat geklappt.
warte dort auf mich. Na, okay, jetzt muss ich nach oben. Aber erstmal diesen. Erstmal die Gegner besiegen. Mir ist doch klar, dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen, du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts jetzt mehr tun. Noch mal nach oben. Und dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt. Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Geschafft! Ist frei! Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Oh doch, Kratos. Das weißt du. Das war dein Vater, Zeus. Eisberg! Backbord! Festhalten! Natürlich kommt es nicht. Aber die sollen mich nicht auf meinem Weg abhalten. Noch bis zum Tempel. Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Und wo denn? Und bleib mal da oben.
Lasst es in Ruhe, ihr Pisser! Yeah.
harpuniert. Ihr seid ja beide irre! Wir verlassen diese Welt. Jetzt! Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Okay. Voller Stil sticht sofort ins Auge. Sieh doch mal, die fehlende Tafel über dir. Odin hat sie gestohlen. Aber warum? Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also. Das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigt sie? Ich habe keinen Schimmer. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tyr. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Und die Runen da an den Ecken? Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher? Das erkenne ich zu gut.
seine Augen. Es sind Juwelen. Wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jettenhelm. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht. Oh, Freunde, das da oben rechts in der Ecke, das kennen wir doch aus dem letzten God of War Teil. Und das oben links kennen wir auch. Das ist ja aus Ägypten. So ein Auge da. Oh, oh, oh. Junge, was du vorhin sahst. Ich hab nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Ja. Na schön. Also dann kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns um den Schlüssel. Wo ist dieser Zwerg? Okay, auf geht's zurück nach Midgard. Also Kopf. Warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er? Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur und Freya denke, dann... Wie? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Komm, sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Mimir! Ja, Junge? Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich? Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Oh. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tand herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Skorpschlacke. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer.
Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Das soll mich doch, ist das? Wo hast du? Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum! Lass es uns angehen! Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Was? Ich bin auch gereift. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stahl noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt. Oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt eben nie aus. Nicht wahr? Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein, vergiss das hier nicht. Zu grinsen. Es ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Ich habe ein neues Projekt, jetzt, wo wir wieder miteinander reden. Rüstung. Nebel-Echos. Nibelheim-Legierung. Und die Waldis rostige Rüstung. Okay. Armrüstung. Hüftrüstung. Ist alles scheiße. Trios. Talisman. Verbessern, Leviathan-Axt. Da fehlt uns eine Frostflamme, Chaosklingen. Können wir verbessern? Machen wir auch. Verrate mir bei Gelegenheit, wer diese Schönheiten geschmiedet hat. Klauenbogen. Können wir leider nicht verbessern. Oh, hast dich entschieden? Brustrüstung. Nee, Rüstrüstung. Können wir leider nicht verbessern. Achsenknauf. Talisman. Kaufen, Brustrüstung. Ist alles scheiße, Armrüstung. Ist auch scheiße, Hüftrüstung.
ist auch Müll. Was soll sein, Junge? Atreus. Darf es sonst noch was sein? Tja, worüber haben wir noch geredet? Was wollt ihr? Mit dem Wetzstein und dem Hammer, die ihr besorgt habt, können mein Bruder und ich die Dvegradikür bauen, eine legendäre Zwergenrüstung. Wir brauchen nur noch 3 mythische Zutaten, bevor wir loslegen können. Und die wären? Keine Ahnung. Die Rüstung ist eine Legende und die Details geheimer als das Hinterteil eines Wolfes. Wir sollen für euch Teile einer Legende finden. Der alte Zwergenkönig Mozognir hat 2 gefunden, das weiß jeder. Aber als er die 3. gesucht hat... Puff, verschwand er. Vielleicht findet ihr in seiner Festung in Konunsgard Hinweise. Und seht mal hier, ein Zugangstein für Konunsgard. Mit euren Namen drauf. Seltsam aber auch. Okay. Die Festung liegt nordwestlich von hier, hinter dem Svartalfheim-Weltturm. Große Steingebäude, gruselige Atmosphäre. Jetzt müssen wir nur rausfinden, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört. Muss ja irgendwo im Tempel sein. Stimmt. Jetzt, da wir den Schlüssel haben, können wir die große Tür jederzeit öffnen. Fahren wir mit dem Boot jetzt noch dahin, wo wir den Gefallen machen müssen. Also ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Ich hab's auch gesehen. Freya hat gesagt, der Weltenturm von Jötunheim fehlt in dem See. Aber vielleicht nicht wirklich. In der Tat, höchst seltsam. Mimir, erzählst du die Geschichte weiter? Weg Vergnügen. Wo war ich? Oh, Brungniers Steinschädel wird von Thors Hammer in Stücke geschlagen. Thor ist so verwundert über die Steinsplitter, dass er nicht bemerkt, wie Brungniers Körper mit einem knirschenden Geräusch auf ihn fällt. Und wieder halt schallendes Gelächter durch die Halle des Palastes. Was liegt denn da? Die Geschichte ist ja furchtbar, Mimir. Ganz anders als die von meiner Mutter. Lass du das eine Lehre sein. Die Wahrheit ist selten so hübsch wie nie. Was ist denn da? Was sind bitte? Kann es sein, dass das der Drache ist? Was passierte mit ihr? Ich bin nicht ganz sicher, Kleiner. Sie wurde verlassen, lange bevor Jörmungandr kam und alles überflutet. Wie es wohl war, hier zu leben? Kann es sein? Wir können hier anlegen. Können wir das, Atreus? Können wir das? Machen wir aber nicht.
Königsgrotte. Was haben wir denn hier? Sieh her. Da steht, Ruhm sei Mozumir, dem Zwergenkönig. Möge er lange, ruhmreich und friedvoll herrschen. Nach etlichen Wintern ist die Festung von Kunnunsgard vollendet. Mozumir hat alle Bürger zur großen Zeremonie im Thronsaal eingeladen. Dort erwarten uns die berühmten Worte unseres Königs, der ewige Sicherheit und Wohlstand verspricht. Dieses neue Land ist noch fruchtbarer als weitere Grad und mit unserem treuen Wächter Rigin fürchten wir weder Herrscher noch Dunkelalm noch andere böse Kräfte. Die Herrschaft von König Mozognir ist wahrhaft von Tyr selbst gesegnet. Gelobt sei der Zwergenkönig, Beschützer der Menschen. Klingt, als mochten sie diesen Zwergenkönig. Das sahen die Menschen in weitere Grad ganz anders. Was hat sich geändert? Oh, da ist Sindri. Seid gegrüßt und willkommen in Konunsgard. Ich will sicher gehen, dass ihr euch nur gut vorbereitet weiter vorwagt. Dort sind jede Menge Überreste von den üblen Praktiken des verrückten Zwergenkönigs. Welche Art Praktiken? Oh, verschiedene Opferungen. Dunkle Beschwörungen, Blutmagie und so weiter. Leider ziemlich verbreitet unter den Zwergen von damals. Die alten Gewohnheiten. Okay. Wow. Okay. Da, ein Drache. Er ist angekettet. Kunnunsgard. Komm bloß nicht auf Ideen. Ah, da ist ein Drache. Oh mein Gott. Okay, das war sehr, sehr hinterlistig. Die kleine Pistole. Stark. So.
Aber na. War geil. Ich kann nicht glauben, dass er nur von der Kette gehalten wird. Vermutlich ist hier auch Magie im Spiel. Schließlich ist dies eine Zwergenfestung. Auf die... Komm mal her. Und tschüss. Kann losgehen. Oh, noch mehr, die wir haben wollen. Beeindruckende Eingangstür. Diese Materialien müssen etwas Besonderes sein. Ich hoffe, diese legendäre Rüstung ist all die Mühe wert. Aber wenn Brock und Sindri sie gemeinsam herstellen, ist sie den Aufwand bestimmt wert. Vertraust du nicht wenigstens ihnen? Ich vertraue dir, Atreus. Der Legende traue ich nicht. Oh. Da ist der Drache. Okay, gut. Okay, wie kommen wir jetzt zum Drachen? Kuckuck! Vorne ist er, der Drache. Freunde, ich würde sagen, den Drachen
befreien wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das war's fürs Erste mit God of War. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Noch kurz in die Fähigkeiten. Wir können neue Fähigkeiten holen für die Chaos-Klingen. Das ist gut, das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Wollen wir uns schnell mal. Zack. Genügend XP haben wir ja. Ah, erstmal die vorherige. So. 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 Und so. Okay, Freunde. Wir hören uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein. Das war's mit God of War. Wie schon gerade eben gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und dann würde ich sagen, Freunde, hören wir uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein, Zocker bei Game Over. Ciao!